Gott sei Dank war die Charaktererstellung nicht ganz so aufwendig, deswegen ist es eigentlich nicht schade drum, diese vergeudete Zeit. So, jetzt spielen wir Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Wenn ich das falsch aussprechen sollte, bitte verzeiht. Drücken Sie Option. Option. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Knorke Käfer, wenn Sie fortfahren, akzeptieren Sie unsere Datenschutzerklärung. Alles klar. So ist alles gut. Neues Spiel. Wenn mir das jetzt auch nicht gefallen sollte, spielen wir einfach irgendeinen anderen Krams. Oh mein Gott, dieser Tiger oder Gepard. Ich glaube, das ist ein Leopard. Mein Gott. Gesamtschwierigkeit, Initiationsspiel, einfallsreich. Da draußen hat jemand eine geile Mucke an. Bam, bam, bam. Er bleibt doch hier draußen einfach vor der Tür stehen. Bam, 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 bam. Ich habe echt eine Tür gehört, auf so Scheiße. Da wollen wir mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Meine Erwartungen sind jetzt nicht so hoch. Das ist ja nämlich eigentlich bei dem anderen, dass ich ein neues Suchtspiel gefunden habe. Bam, bam, bam. So. Wer zum Teufel ist denn Mike Sherlock? Hoffentlich ist das auf Deutsch, weil ich habe keinen Bock zu lesen. Weil sonst würde ich Bücher lesen und keine PlayStation-Spiele spielen. Verdammte Schande. Scheiße, sieht auch so aus. Die Stimme bist du noch ein bisschen heller. So viel ungefähr. Aber dann ist es ganz genau meine kleine Kiste im Schnitt. Aber bist du stell dich an! Muss ich den Lippen auf die verpassen, verdammte Schande! Mein Gott, der Controller vibriert wie Sau, ey. Meine Hände sind schon fast taub davon. Hallo, ist da wer? Ich höre mal irgendwie so Geräusche, aber ich glaube, das kommt vom Winde. Jonah, hörst du mich? Also, ich denke, ich habe ihn schon mal gefunden. Seit 2 Tage. Zuvor. Sie ist zurück in die Zukunft gereist. In die Vergangenheit, meine ich. Bam, 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 bam. Wir leben nur Scheiße. Yeah, 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 yeah. Oh nein, schnell, die Leute, was ist passiert? Hättest du mich doch anrufen können. Ja, okay, ich glaube, da hast du schlechten Empfang. Sie so, what the fuck, ey. Jonah, ich bin hier. Jonah, bitte ruf meine Cousine Vanessa an. Sag ihr. Es ist wieder soweit, es ist wieder passiert. Schnende! Nein, ich bin nein, 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 ich meine Schnandes. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen.
Das wollten wir damals nie. Aber es ist immer falsch schief gegangen. Aber hey, das ist schon was gar nie. Schneidi, was tust du mit dem Messer bitte nicht? Ich weiß nicht, sie schneidet sich jetzt Bein auf das Verhältnis. Naja, sehr merkwürdig gewesen. Wie, so wie den einen Film, wo der Typ doch wandern war. Und dann hat er sich doch irgendwie so einen Steinscheiße in seinen Arm oder so in seinen Unterarm eingeklemmt und hat sich dann später abgeschnitten. Das ist eine wahre Geschichte, aber oh mein Gott. Mensch, schnell, wie bist du da wieder mit reingeraten? Ich habe dir gesagt, auf der Schulter, halte dich vor diesem blonden Spasti fern. Ich sag es dir, es wird nicht enden. Hättest du mal auf mich gehört. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier rumkrabbeln. Wir sind Schneelein, Schneebärchen. Oder Hauptbulettenkommissarin Schnee. Sie hat keinen Namen, aber. Wie ist ihr Name? Sventi. Das ist ein bisschen krass. Das wird sich gut bleiben, ob sie will oder no. Wir haben damals auch T-Shirts gemacht, da steht drauf, wir sind forever. Das ist ein richtig scheiß Bild von mir. Sie sieht natürlich immer voll gut aus, aber ich. Aber hey, und dann steht da noch so ein ganz fantastischer, einzigartiger Spruch da. Schnitzel ohne Mayo schmeckt doch nicht weg. Und damals haben wir immer so ein Imbiss-Schnitzel mit Mayo gegessen. Wenn ihr das nicht kennt, geht zu dem nächsten Imbiss, der das absolut fettigste Schnitzel überhaupt verkauft. Was noch legal ist. Lass euch da fett Mayo machen und dann sprechen wir uns wieder. Schande, was hast du denn für ein Vorhaben bekommen? Hä? Oh mein Gott. Sie so, tschüss. Nö. Zu dir bin ich mit dem Nerven. Baby. Ich bin raus. Sei vorsichtig, also der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Den sollten wir uns ansehen. So, drücken Sie L nach vorne und drücken Sie X, um an die Überhang. Okay, also so. Alter, Schmende. Das muss nur weiblich werden. Alter, geil. Nur die Haare. Es sind, glaube ich, ein bisschen viel Haarspray drin, ne? Weil die so im Körper kleben. Aber es sieht wirklich sonst, außer diesen kleinen Grafikfehler, sieht das wirklich cool aus, wirklich. So, sie will sich natürlich da oben dran nehmen. Ich weiß nicht, wie es geht. Also ich muss da hin. Ich weiß gerade nicht, wo will sie hin. Da oben. Ach so. Geworden. Okay, schnell, die machen wir wieder Urlaub in. Wie heißt dieser nette Ort nochmal? Mexiko. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Wow. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Was ist das? Okay, wenn es sowas ist in Real Life gibt, würde, würde ich darauf wirklich meine Höhenangst überwinden, um mir diese Schande anzuschauen. Das ist wirklich grandios. Oh mein Gott, vielleicht kommt Indiana Jones von der Seite und klatscht mit seiner Peitsche. Klatsch! Oh mein Arsch! Und schnell die so. Das waren noch Zeiten. Oh mein Gott.
Shandy und ich, wir haben damals, sind wir von mir zu Hause immer zu so einem Imbiss gefahren und dann hatte der Imbiss leider zu, da war da so ein komischer Stand mit so komischen Zuckerstand. Und dann auf dem Weg nach Hause mit dem Fahrrad waren immer überall Frösche. Ich glaube, das war im Sommer und es hat geregnet. Da waren überall Frösche auf dem Radweg. Und die so, haben immer gesagt, so ein Scheiß. Und dann Alarm, Alarm. Und dann sind wir angehalten, mussten das Tattoo lachen, haben den Frosch genommen, wollten ihn retten, haben ihn einfach weggeworfen. Ich glaube, ich hoffe, dass das überlebt hat. Frösche sind ja eigentlich sehr kompakt und wie heißt das nochmal, wenn man viel aushält? Ich komme jetzt mal nicht auf das Wort, aber... Mystische Bilder. Schade, wenn man jetzt mal ein Bräuchte, so wie schnell über meinen Freund, die könnte den Satz am besten beenden. Die wüsste, was ich meine. Hier hinten steht ein Datum. Ich komme bestimmt irgendwann noch drauf. Passt auf. Ich glaube, da fehlt was. Drei Wochen. Mach ich kurz Stream und sag das Wort. Wieso macht Trinity? Ich guck jetzt im Internet. Normalerweise zerstören sie alles. Ja. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Ich hab's auch irgendwie in meinem Kopf, aber es ist irgendwie falsch noch. Lara! Weißt du? Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Oh fuck, muss ich etwas drücken? Ja, okay. Los! Das los. Steht jetzt. Schnell! Dass sie viel einstecken können. Aber es gibt da noch ein anderes Wort, besseres Wort. Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, im Café soll es verdammt gutes Essen geben. Ich kenne den Koch. Oh, Schnelle. Da warte ich doch direkt wieder der nächste Order, Baby. Aber ich sage nein, Sir, und muss erst an die vorbei. Oh, wie schön. Aber wie gut sind die? Ich wusste das nicht. Das ist aber kein Zufall, Schnell. Du musst nochmal zurück in diese komische Höhle. Mhm, Casa Mexicana. Ah, oh, Baby. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Ich komme echt. Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum Rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation. Was ist denn da für ein Fummel an, dass du das in Kartoffelsack abbrechst? Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen. Sieh es dir genau an. Es ist beschädigt. Diese Zahl... sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also, deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen.
Gott. Wow, eine Trophäe! Und ich bin fertig mit dem Game. Ziel erreicht. Nee, ganz ehrlich, weiß nicht. Wenn das jetzt nicht, wenn die Frau jetzt nicht so aussehen würde, wie schnell die Lines gehen, hätte ich das Spiel direkt beendet. Mama spielt gleich was anderes Schönes, aber ich muss erstmal was Schönes suchen für mein kleines Schatzki. Ich kann es ja von ihr reden. Mann. Bin gleich fertig. Für meine Dienstschnanze sind das letzte. Habt ihr auch jemanden, den ihr so gern habt? Das ist einfach jeden Warenkorb voll mit Scheiße für diese Person. Aber nie das Geld dafür doch zu kaufen. Wenn sie das sieht und dieses Ja dann gehört hat, dann sagt sie bestimmt so. Erstens muss sie dann lachen und zweitens sagt sie das dann auch nochmal genauso. Ich kenne die doch. So. Ich mach ein kurzes Päuschen und dann spielen wir was wir halt immer so spielen, ne? Bis dann, danke fürs Zugucken.